So. Wo ist denn das Mikrofon? Einen wunderschönen guten Abend. Wir gehen heute ohne Opening, ich spreche jetzt vom Livestream, ohne Opening auf Sendung. Das sind jetzt die, die zu Hause vorm Fernseher sitzen oder vorm Laptop oder Computer. Wir sind hier zum ersten Mal wieder seit langer, langer Zeit bei einem Konzert mit Publikum. Uns wurden zwischen 30 und 40 Plätze wurden uns genehmigt mit einigen Auflagen. Herr Müller, bitte Eintritt. Pfarrer Müller betritt den Tanzboden. So, ich muss jetzt, ich muss hier stehen bleiben. Ich kann eigentlich jetzt nur noch viel Spaß wünschen bei Organic News. Und der Klaus wird nachher die Musiker vorstellen. Also viel Spaß und gute Unterhaltung. Thank you.
Wunderschönen guten Abend. Was war das für ein Geräusch? Das haben wir, glaube ich, anderthalb Jahre nicht gehört. Können Sie das noch mal machen, bitte? Klatschen? Dankeschön. Endlich mal wieder Live-Publikum und natürlich auch, das ist sozusagen heute eine doppelte Sache, nämlich im ersten Set auch noch herzlich willkommen zu Hause an den Bildschirmen, am Computer, Livestream, aber auch Live-Publikum. Wir sind Organic News. Mein Name ist Klaus Graf, ich spiele Saxophon in der Band. Ich komme quasi Luftlinie 5 Kilometer von hier aus Schöckingen bei Ditzingen. Deswegen, das ist für mich sozusagen ein Heimspiel. Dann stelle ich mal noch die 2 Kollegen vor, die hier mit mir auf der Bühne sind heute Abend. Am Schlagzeug eine Drum-Legende. Er hat mit Chaco Pastorius gespielt, mit Chet Baker, mit Pirelli Lagrène in den 80er Jahren, mit ganz vielen Jazzstars, die er begleitet hat. Michael Kersting am Schlagzeug. Er hat 20 Jahre in der Partnerstadt von Leonberg gelebt, nämlich in Berlin-Neukölln. Habe ich vorhin am Ortseingang nämlich auf dem Schild gelesen. Berlin-Neukölln. Jetzt ist er wieder in Stuttgart, Gott sei Dank, für uns verfügbar. Und an der Orgel, mit dem Original Leslie hier. Die Orgel ist nicht original, aber sie klingt mindestens so gut wie eine Hammond B3. Ein junger Mann, der aus dem Schwabenland kommt, in Nürnberg studiert hat, in Nürnberg gelebt hat und jetzt aber wieder nach Ludwigsburg gezogen ist, oder er zieht nach Ludwigsburg, er kommt wieder an, nächste Woche. Gell? Wahnsinn, ein super junger, talentierter Musiker, der hier den Altersdurchschnitt auf der Bühne erheblich senkt, was uns allen gut tut hier. Lukas Grossmann! Wir heißen Organic News und wir spielen ein organisches Programm, manchmal etwas elektronisch verfremdet durch Saxophoneffekte, das werden Sie gleich hören. Das erste Stück, das wir gespielt haben, war von Markus Miller, Full House. Und als nächstes ein Stück, das durch Freddie Hubbard berühmt geworden ist, Mr. Clean. Viel Spaß. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vielen Dank. Das war ein Ballad Medley. Und zwar als erstes haben wir gespielt von der großartigen Joni Mitchell, Man from Mars. Dann haben wir gespielt von einem fantastischen Sänger. Falls Sie den noch nicht gehört haben, unbedingt anhören. Der war auch schon bei den Jazz Open in Stuttgart. Da hat er im Bix gespielt. Da gibt es ein fantastisches Konzert auf YouTube. José James, das Stück hieß Salam. Und dann das nächste, also das letzte Stück in diesem Medley, das war von dem großartigen Rapper und R&B-Sänger D'Angelo und heißt How Does It Feel? Und ich hoffe, Sie fühlen sich gut hier im Club, hoffentlich. Endlich mal wieder Live-Musik. Zu Hause auch an den Bildschirmen, alles cool hoffentlich. Ja, für uns ist es wirklich ein Fest, endlich mal wieder
live zu spielen. Also wir haben gerade mit dieser Formation auch wirklich drei Streaming-Konzerte im letzten halben Jahr gehabt. Aber das war alles wunderbar. Aber live spielen ist einfach doch nochmal was anderes. Und wir spielen jetzt noch ein Stück vor der Pause. Und bevor wir das spielen, möchte ich mich nochmal ganz herzlich jetzt schon mal, wir spielen ja noch einen zweiten Set, allerdings dann nicht im Stream, sondern nur für dieses exklusive Publikum hier im Raum. Genau. Ruhig mal Applaus machen, damit man auch hört, dass jemand da ist. Es ist nämlich tatsächlich hier ziemlich gut besucht unter Corona-Hygieneregelbedingungen. Genau ausgemessen, wie viel Publikum hier reinkommt und nicht zu viel, nicht zu wenig. Und ich möchte mich bedanken beim Fidi Gänger, der diesen wunderbaren Club hier leitet und der den Sound da hinten macht. Und ich habe das verfolgt in der Zeitung, der seit 2 Jahren hier wirklich bestrebt ist, hier Jazz nach Leonberg zu bringen. Und jetzt ist es endlich geglückt. Und wirklich ein Sonderapplaus für diesen wahnsinnigen Mann, für diesen wahnsinnigen Typen, Fidi Gänger aus Leonberg. Und natürlich, ohne meine Frau hätte ich das nicht hingekriegt, muss man also, die Irene. Die Irene natürlich, ein Sonderapplaus für die Irene. Ja, und wir spielen jetzt zum Abschluss dieses ersten Sets noch ein Stück von mir. Das habe ich so ein bisschen dem großartigen James Brown gewidmet. Und das Stück heißt Da Funk. We'll be right back.
Vielen Dank, alright. Michael Kersting am Schlagzeug. Lukas Grossmann an der Orgel und Klaus Graf Saxophon. Organic News. Herzlichen Dank fürs Zuschauen an den Bildschirmen und hoffentlich bis bald. Wir sehen uns live wieder. Ciao. Sind wir draußen? Noch nicht?